Hallo, guten Abend allseits. Ich hoffe, alle sind wohlauf. Herzlich willkommen hier zum dritten Teil unserer Mini-Vorlesungsreihe vom Studio Garkau an der Leibniz-Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft. Mein Name ist Bernd Schmutz. Ich bin dort derzeit Gastprofessor. Und wir haben heute nach den letzten Vorträgen aus Kopenhagen und London endlich ein deutsches Büro und ein sehr interessantes deutsches Büro. Wir sprechen Deutsch heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass wir den Positionen hierzulande auch eine Plattform geben und dass heute Maya Unger aus Leipzig zu Gast sind bei uns in Hannover. Herzlich willkommen an der Stelle, Lena Unger und Jan Mayer. Ich stelle euch noch mal kurz vor mit eurem Büro. Es ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie ihr so einen Loop gemacht habt. Ihr habt beide an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Jan hat da auch absolviert und den Master gemacht, während Lena Unger dann schon früher in die Schweiz gedriftet ist, wo ihr euch dann letztendlich auch nochmal getroffen habt und sich die Wege überschnitten haben. Lena Unger hat dann an der ETH studiert und dort auch diplomiert. Und im Anschluss habt ihr den Standort Schweiz natürlich auch genutzt, um dort Erfahrung zu sammeln. Einerseits bei Kronensiegel für dich, Lena Unger, und andererseits bei Beate Plazes. Da warst du auch länger, 7 Jahre. Und 2016 habt ihr dann aber euer eigenes Büro gegründet und seid zurück oder in Anführungszeichen zurück in die alte Ecke Richtung Leipzig und habt schon eine Reihe aufsehenerregende Gebäude realisiert, die wir heute sehen werden. Die sind vielfach publiziert und derzeit ist auch eines davon für den Preis des Deutschen Architekturmuseums nominiert. Und gleichzeitig habt ihr auch beide immer parallel unterrichtet. Jan Mayer, du mit Beat und de Plaatse, 7 Jahre an der ETH und Lena Unger, du mit Elie Mosaieby an der TU Darmstadt. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr heute in Hannover seid und uns die Ehre gebt und Teil von unserem Diskurs hier seid. Wir haben euch ja auch eingeladen im Zusammenhang mit dem Studio Garkau, also dem Gut Garkau, unserem Semesterthema, weil ihr auch so ein paar Projekte innerhalb dieser dörflichen Strukturen habt oder auch Strukturen, die so ein bisschen diffus zwischen Hof, Siedlung und Dorf hin und her kippen in dieser Diversität, die was Interessantes hat, aber auch was Uneindeutiges, so ein bisschen nebelig. Und ich finde, ihr habt da sehr interessante eigene Positionen gefunden, die sich über diesen Kontext auch hinwegsetzen und so ganz andere Themen an diese Standorte einbringen. Und wie ihr das macht, da freuen wir uns heute. Das zu sehen. An der Stelle gebe ich das Mikro weiter an euch. Danke. Vielen lieben Dank. Wir wollen auch erstmal alle Zuschauer begrüßen. Einen schönen Abend und lieben Dank, Bernd, für deine Einladung. Wir freuen uns heute, unsere Projekte hier vorstellen zu können und ja, für deine freundlichen Worte. Wir würden einfach gleich einsteigen und kommen eigentlich direkt zu dem, was Bernd gesagt hat, zu unserem Bezug zur Landschaft und zum Dörflichen. Die drei Projekte, welche wir heute vorstellen möchten, bilden interessanterweise unterschiedlichen Bezug zur Landschaft und zum Landschaftsraum. Ist das erste Projekt fast isoliert im Landschaftsraum und umgeben von diesem, bettet sich das zweite Haus bereits in den Kontext einer Dorfstruktur und ist nur noch partiell mit der Weite der Landschaft verbunden. Beim dritten Projekt hat die Landschaft den Kampf gegen die Urbanisierung bereits verloren und die Landschaft wird zum Gartenraum. In unserer Empfindung hat Landschaft dabei immer etwas von Offenheit, Kontemplation, Ruhe und den Wert der Besinnung.
Gleichzeitig kann es intimer nicht sein und die Zurückgezogenheit kann auch Isolation und Einsamkeit hervorrufen. Die Bilder, die wir hier zeigen, sind von Laurens Berges. Sie zeigen für uns gut vereint, wie wir Landschaft und Dörfliches wahrnehmen. Auf der einen Seite sicherlich der idyllische Blick auf die Natur und gleichzeitig auch das Alltägliche, das Trivialitäten und Absurditäten zutage bringen kann. Auf den ersten Blick scheinen unsere Häuser sehr unterschiedlich. Schaut man genauer hin, gibt es aber sehr wohl Parallelen. Es gibt Themen, die uns bei allen drei Projekten begleitet haben. Diese haben wir teilweise erst in der rückwirkenden Reflexion oder während des Prozesses festgestellt. Es ist also weniger eine Zielsetzung von uns an uns selbst, sondern eine Ausformulierung unseres inneren Interesses und unserer Haltung. Wir werden nur auf zwei dieser Aspekte in unserem Vortrag näher eingehen und die Projekte anhand von mehreren Detaillösungen erläutern. Das erste Thema oder der erste Aspekt, das unsere Projekte prägt, überschreiben wir mit dem Titel Mehr als Konstruktion. Damit meinen wir, Konstruktion ist maßgeblich immanenter Bestandteil von Architektur. Ist das Verständnis und die entsprechende Auseinandersetzung jedoch architektonische Legitimation bedeuten kann, welche aufgrund der sich rasant verändernden gesellschaftlichen wie ökologischen Umbrüche eine immer wichtigere Rolle einnehmen muss, den Erkenntnisprozess, den wir uns nicht entziehen können und auch nicht wollen. Ganz im Gegenteil halten wir die gesellschaftlichen und ökologischen Umbrüche, die sich stark veränderten Ressourcenbestände, auch für Chancen, geradewegs ein Katalysator für neue Betrachtungsweisen, Produktionsmethoden und Forschungsfelder. Machen wir uns diese zu eigen, können wir Konstruktion legitimieren und gegen rein ökonomische Ansprüche verteidigen. Dazu braucht es kluge Lösungen und immer auch eine architektonische Absicht. Konstruktion ist für uns das raumprägende Element. Der zweite Aspekt ist das Einzelne. Bevor wir den einzelnen Stoffen, Elementen, Modulen oder Bauweisen den richtigen Platz im Gefüge zusprechen, versuchen wir immer auch, jedes einzelne Element zum Objekt der Betrachtung werden zu lassen. Oftmals liegen ja Potenziale verborgen, die es zu erforschen lohnt und neue Möglichkeiten der Aneignung offenbaren. Dabei kann das Objekt aufgrund seiner spezifischen Art und Form interpretiert werden oder durch Überzeichnung, Übersteigerung, aber auch Möblierung eine neue Betrachtungsebene erreichen. Bei dem ersten Projekt, das wir vorstellen möchten, handelt es sich um ein Stöckli. Stöckli bedeutet im Schweizerischen Auszugshaus. Dieses steht den Altbauern als Alterssitz zu, wenn der Hof mit all seinem Schaffen an die nächste Generation übergeben wird. Das Gehöft des Hofes ist in der dortigen Landschaft etwas Besonderes. Ausgestattet mit einem prächtigen Bauernhaus, welches sich selbstbewusst und markant in der Landschaft der Aare-Ebene absetzt, ist der Hof mit seinem Wirtschaftsgebäude umgeben von den zu bestellenden Feldern, die diesen Ort zu einer Ruhe und einem Frieden verhelfen, wie man ihn in der Schweiz mit der agglomerativen Ausbreitung im Mittelland nur noch sehr selten antrifft. Um oder an dem bestehenden Hof zu verorten, wurden uns zwei wesentliche Dinge bewusst. Zum einen musste der Neubau eine Setzung räumlich auf die veränderten Lebensbedingungen eingehen, das soziale Gefüge. So versucht das Stöckli explizit nicht Teil des Wirtschaftshofes, des Treibens und der Arbeit zu sein, sondern verortet sich mit gebührendem Abstand zum Gehöft. Also man sieht es hier auf dem Lageplan, das ist eigentlich der Ettershof, der eigentliche Bauernhof, und unser Neubau steht hier inmitten der Felder an dieser großen Aare-Ebene etwas abseits. Nah genug, um Teil der Gemeinschaft zu bleiben, aber nicht Teil des täglichen Geschehens sein zu müssen. Der zweite wichtige Punkt war der Bezug zur Landschaft. Der prachtvolle Bauernhof präsentiert sich zwar markant in der Landschaft, hat also eine Fernwirkung und stellt eine sichtbare Marke dar, nur war im Umkehrschluss die Landschaft wenig relevant für das Wohnen im Bauernhof. Und das nicht, weil man die Landschaft mit seiner Schönheit nicht wahrnahm, sondern weil die Arbeit und das Bewirtschaften des Hofes und der Felder, das Überleben quasi, den existenziellen Raum einnahm.
Der Neubau macht die Präsenz der Natur, des Landschaftsraums zum Thema. Über ein kräftiges Schild, getragen von Eichenstützen, versuchen wir einen kraftvollen Ausdruck zu erzeugen, der auch für ferne Beobachter und Wanderer lesbar wird, sich aber dennoch würdevoll gegenüber des Bauernhauses zurückhält. Nähert man sich dem Gebäude, beginnt die Konstruktion, eine differenziertere Geschichte zu erzählen. Die Detaillierung der Fügung wird sichtbar. Die Motivation in der Ausarbeitung der Stütze in Basis, Schaft und Kapitell. In Proportions- und Modellstudien versuchten wir, den für uns richtigen Ausdruck zu finden und auszuarbeiten. Man sieht jetzt hier auf dem Foto nochmal die Stütze für sich. Und für uns war es eigentlich spannend, dieses relativ klassische und wahrscheinlich auch sehr vorbelastete Element der Stütze für uns zu untersuchen und mit der Bauweise umzugehen des Holzbaus und das Fundament, auf dem dann auch diese betonierte Stütze, also der Sockel der Stütze steht. Und wie stehen diese Proportionen zueinander, weil der Sockel ist eigentlich überhöht. Und in diesem ganzen Verlauf von Ausprobieren und Studien haben wir eine große Unterstützung vom Bauherrn selber erhalten. Benedikt Scholl hat sehr viel selbst gebaut und eben auch für uns ganz viel ausprobiert, also dieses Gießen des Betons studiert und ausprobiert und auch 1:1 Mockups gebaut. Wie ist jetzt wirklich das Verhältnis von Schaft zur Basis und eben nicht nur wir in Modellen zu Hause oder im Büro, sondern eben auch Benedikt in 1:1. Vielleicht kann ich auch noch ergänzen, dass das auch rückhaltlos passiert ist. Also das wurde nicht in Frage gestellt, ob das jetzt so sein müsste oder nicht. Sondern Benedikt hat dann relativ häufig gesagt, ja, das ist dann schön oder das ist dann wohl schön, dann probieren wir das aus. Und dann haben wir verschiedene Fundamente gegossen und haben die unterschiedlich dunkel gemacht und haben dann schlussendlich für uns entscheiden können, was die richtige Proportion der Stütze ist. Genau. Betritt man den überdachten Außenraum unter den Lauben, tritt ein ganz anderes Raumgefühl zutage und die Stützenreihen werden zum wichtigen Übergang zwischen Gebäude und Landschaft. Noch wichtiger wurden sie jedoch für den Innenraum und das Wohnen. Die Lauben mit ihren Stützen erzeugen Schutz vor Wind und Wetter und bilden einen Vorbereich aus, welcher die Landschaft und die Natur auf ein angenehmes Maß auf Abstand hält. Die Laube befinden sich auf beiden Längsseiten des Gebäudes. Die Räume sind sehr einfach aneinandergereiht und beziehen sich auf den landschaftliche Weite im Süden Richtung Aare. So, jetzt ist meine Maus. Hier. Also das sind die Lauben, die sind im Norden schmaler als auf der Südseite. Und also was wir damit meinen, dass die Räume sich hier auf diese Aare-Ebene mit diesen strukturellen Öffnungen beziehen. Genau, hier auf dem Bild sieht man eigentlich nochmal diese Enfilade der Räume, die sich entlang des Nordens ziehen. Also man steht eigentlich in der Garderobe im Eingang, guckt durchs Wohnzimmer, durch das Nähzimmer, ins Schlafzimmer, durch das Fenster. Das sieht man jetzt auch hier. Das ist das Fenster, was wir im Innenraum gesehen haben. Die Baufamilie hat uns mit wenigen Vorgaben behelligt. Lediglich der Anspruch an eine regionale Auseinandersetzung und die Verwendung von Holz wurde uns am Anfang des Projektes zaghaft vermittelt. Wir hatten somit die direkte Möglichkeit, uns mit vollem Interesse dem Holzbau widmen zu können. Dabei versuchten wir, übliche etablierte Konstruktionen und Herstellungsmethoden schon im ersten Entwurfsprozess zu hinterfragen. Das führte zu grundsätzlichen Überlegungen zum Schichtenaufbau der Fassade, der Materialzyklus vom Baum bis zum eingebauten Brett und auch die konstruktive Fügung der einzelnen Elemente. Also man kann das im Schnitt ganz gut sehen. Diese Außenwand hier ist einfach eine 44 oder 45 cm dicke Holzwand. Da ist keine Dämmung, keine Folie, nichts. Es ist einfach nur Holz. Alle Wandscheiben des Hauses sind als Vollholzwände, wie ich gerade sagte, mit 44,5 cm Dicke ausgeführt und konnten ohne zusätzliche Dämmung, Folienklebstoff oder Metalle realisiert werden. Versetzte Brettschichten aus verschiedenen Hölzern wurden dabei übereinander gelegt und mit 2 cm starken Buchendübeln verpresst.
das kann man hier auch nochmal ganz gut sehen, das sind unterschiedliche Hölzer und die legt man dann diagonal aufeinander. Und das Interessante ist, die sind ja alle gehobelt und bilden dadurch Luftschichten in den einzelnen Überlagerungen, was zusätzliche, ja, wie eine Art Dämmpolster bildet, weil da eingeschlossene Luft vorhanden ist. So, dann schneidet man die zu. Das ist jetzt keine Wand, die wir eingebaut haben. Die sahen dann so aus. Hier sieht man dann diese dicke Außenwand und die dünnen Innenwände, aber alles sind Vollholzwände. Die kostspielige Lösung, oder diese kostspielige Lösung, wie sich jeder vorstellen kann, konnten wir tragbar gestalten, da alle Öffnungen zwischen den Wandscheiben strukturell gebildet werden und somit keine komplexen Schnitte innerhalb der Wände notwendig waren. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass diese Lösung natürlich kostspielig ist, weil sie viel mehr Material benötigt, was aber eigentlich Holz ist, also ein nachwachsender Rohstoff und der auch noch aus der Umgebung. Aber man muss trotzdem schauen, wie man die Systeme dann so clever nutzt, dass es tragbar wird. Und wir haben das gemacht, indem diese Außenwände eben keine Einschnitte haben, keine Ausfräsung. Es ist einfach zweimal eine dicke Holzwand und die äußere ist etwas dicker als die innere. Und dadurch hatten wir gleich automatisch die Anschläge für die Fenster. Und dann sind es ganz normale Rechteckscheiben, die strukturell vom Boden bis zur Decke gehen. Hier sieht man das jetzt nochmal ganz schön, wie das im Aufbau aussieht. Und es hat keinen einzigen Tag gedauert und da waren all diese Wände gestellt. Also das ist natürlich immer der Vorteil in der Präfabrikation, dass man, oder auch beim Holzbau, dass man die Sachen natürlich wahnsinnig schnell aufstellen kann und somit auch Zeit spart. Das Bild haben wir jetzt noch angehängt, weil man hier ganz gut sieht, wie das dann eigentlich aussieht. Also wir haben zwar noch einfach ein Brett aufgenagelt auf die Außenwand, also nicht wir, der Bauherr selber, aber schlussendlich ist es ein ganz normales Brett, wie die Wand drunter auch. Und das haben wir nur gemacht, um nochmal einen Regenschutz herzustellen, den man dann allenfalls wechseln kann. Und diese Sicht, die man jetzt auf diese Wand hat, die hat man dann auch innen. Also die fertige Wand ist innen wie außen sichtbar. Bei den Fichtenbalken der Decke sieht man hier gut im Querschnitt diese unterschiedlichen Deckenbalkenlagen. Interessierte uns im Speziellen der Materialzyklus und wie wir diesen anpassen könnten. Wir wollten keine Bauhölzer, die lange Transportwege hinter sich hatten und konnten ein Sägewerk im Nachbardorf für uns gewinnen, die ausgesuchte Bäume im Wald selektierten und auch fällten. Beim geschlagenen Holz handelt es sich ausschließlich um Mondholz, was wir nicht zusätzlichen Energieaufwand, wie üblich Industrieholz, über Öfen auf die notwendige Holzfeuchte herunterkochten, sondern über einen Zeitraum von 8 Monaten trocken lagerten. Aufgrund frühzeitiger Planung und Baukoordination stand uns diese Zeit zur Verfügung. Das gelagerte Holz wurde dann zur eigentlichen Deckenbalkenstruktur ausgearbeitet. Also wir haben jetzt diesen Verlegeplan hier mal reingenommen, dass man das mal dann vielleicht auch in den Folgebildern erkennen kann. Es gibt so eine Primärstruktur, das sind 32 cm hohe Balken, die wurden dann mit Schwalbenschwänzen ausgefräst und dann wurde diese Sekundärstruktur eingelegt. Man sieht es hier auch im Schnitt ganz gut. Hier sieht man das am Rand der Schwalbenschwanz, also man hat diese Tragstruktur, die großen Balken, die über die Wände laufen und dann ist jeweils die Sekundärstruktur, die eigentlich also nicht mehr aus Balken besteht, sondern mehr aus Brettern, ist dann da eingehangen. Die Deckenbalken sind dabei in ihrer statischen Notwendigkeit auf ein Minimum reduziert, in Anzahl und Abstand jedoch auf ein Maß erhöht, welches wir für den architektonisch-räumlichen Ausdruck für nötig erachteten. Also hier sieht man das ganz schön, was ich gerade sagte. Es gibt diese Hauptträger, die laufen auf den Wänden und überspannen ab und zu einzelne wichtige Räume. Man sieht die Schwalbenschwanz-Ausfräsungen und dann hat man diese Bretter eingelegt. Auch das hat keinen Tag gedauert und dann war es passiert. Nachdem wir die Arbeitsweise der Unternehmen und ihre Produktionsmethoden studierten, fiel uns auf, dass im Bereich der modernen Holzverarbeitung fast durchgängig CNC-Abundanlagen im Einsatz waren. Diese Abundstraßen offenbarten uns ungeahnte architektonische Gestaltungsmöglichkeiten mit den von uns geplanten Elementen. Wir untersuchten, ob eine Fügung der Holzelemente abseits üblicher Nagelbleche, Kleber oder Verschraubung möglich ist, obwohl das Budget für eine handwerkliche Bearbeitung zu niedrig gewesen wäre.
In der Stadi konnten wir die Deckenbalken schlussendlich alle über Schwalbenschwanzverbindungen miteinander fügen. Ich ergänze das noch und dann sage ich noch was. Zudem konnten in den statisch irrelevanten Bereichen des Schwalbenschwanzes zusätzliches Holz ausgefräst werden, was jedem einzelnen Balken zudem auszeichnete. Diese Eingriffe waren aufgrund des ohnehin notwendigen Abbundes minimal, für den architektonischen und räumlichen Ausdruck jedoch ein Gewinn, wie wir finden. Also man sieht das hier ganz schön, da wo die einzelnen Deckenbalkenbretter in die Hauptbalken gehen, wo der Schwalbenschwanz ausgebildet ist, haben wir nochmal diese Einfräsungen ausgeführt oder diese Ausklinkung und es gibt diesen einzelnen Deckenbalken nochmal eine Art Fries und zudem wechseln wir die Deckenbalken, sie steifen sich gegenseitig aus und es hat sogar noch eine statische Relevanz. Das Interessante ist nun, und das ist vielleicht das, was wir versucht haben herauszufinden, dieser Schwalbenschwanz ist natürlich eine handwerkliche Verbindung, den gibt es schon viele hunderte Jahre. Der ist aber nicht tragbar, wenn man ihn über das Handwerk ausführt, weil das natürlich viel zu viel Aufwand ist, jeden einzelnen Balken so zu bearbeiten. Dadurch, dass es aber möglich ist, diese ganzen Balken heutzutage durch diese Abbundanlagen zu führen, ist es auch möglich, diese Verbindungen wieder einzugehen. Und dann haben wir versucht, da so eine Art Renaissance zu erzeugen. Genau. Eine frühe These der Bauherren ließ uns nicht mehr los. Wäre es denn möglich, das gesamte Gebäude nur über einen Kamin zu heizen? Auf einem Bauernhof war das viele Jahrhunderte Standard und eine nachhaltige Lösung zugleich. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verorteten wir den Kamin im Zentrum des Hauses, um möglichst maximale Abwärme für die Räume zu nutzen und kombinierten den Kamin noch mit der rückseitigen Dusche. Also hier ist nochmal der Grundriss. Hier ist dieser ganze Kamin eigentlich, die Heizkammer. Und hier über das Bad kommt man in die Dusche und steht letztendlich zum Duschen eigentlich im großen Wohnbereich. Hier unten die Axonometrie zeigt die Betonarbeiten, die von Anfang an, also es war eigentlich der erste Schritt, es wurde das Fundament gegossen. Man sieht auch hier vielleicht nochmal zu den Basis der Stützen, dass die auf dem Fundament letztendlich auch noch stehen. Diese ganze Platte schwimmt, ja, weil es ist so ein sumpfiges Gebiet. Und aus diesem großen Fundament steht eben auch gegossen aus Beton mittig der monolithische Kamin. Einmal am Tag mit Holz aus eigenem Anbau befeuert, liefert er die gesamte Wärme für das Warmwasser und für die Fußbodenheizung. Duschraum wie Heizkammer in separaten Schalungen aufbereitet und bewehrt, konnte das Gesamtgebilde als reiner Monolith vergossen werden. Das sieht man hier in diesen zwei Fotos eigentlich wie so zwei Figuren, einmal die Duschfigur und einmal der Heizraumfigur und da hier wird es dann eben bewehrt und dann sieht man das hier, wie das dann vergossen wird, wird es wieder zusammen als Monolith gegossen. Und hier ist letztendlich nochmal das Beweisfoto von der Axonometrie, dass das wirklich so gebaut ist. Das stand da und dann kam der Holzbau eigentlich auf dem Baustellenbild vorher, wo dann der Holzbau bestellt wird, kam die letztendlich zu der Situation. Genau, exponiert im zentralen Wohnraum des Hauses sollte der schwarz eingefärbte Stein Platz nehmen und ein Pendant zum Holzbau bilden. Er erinnert in seiner Größe und auch in seiner Form an alte Kachelöfen. Und was vielleicht auch noch, man sieht es hier hinter Blumen und Lampen nicht so gut, aber es hat wie so eine innere Fassade eigentlich mit dieser Heizöffnung und hier ist ein kleines Fenster zur Dusche. Genau. Dann ein weiterer wichtiger Punkt war für uns auch die Möblierung des Hauses. Wir haben alle Schränke entworfen und detailliert. Hier stehen wir letztendlich eigentlich außerhalb des Hauses und gucken in die Eingangstür auf den Garderobenschrank. Der ist mit Blumen bemalt und dazu wollen wir eigentlich euch ein bisschen was erzählen, wie es dazu kam. Also wir hatten irgendwie die Idee, auch von Josef Frank natürlich und seinen Möbeln und seinen Textilen und Tapeten, ob man ja etwas ein florales Muster
für diese Möbel benutzen könnte. Und gleichzeitig gibt es Sonja, die Bewohnerin, die Mutter von Benedikt Scholl, die immer in ihrer, hatte so einen Hochzeitsschrank, war es, der bemalt war. Und man hat an diesem Schrank gesehen, dass Sonja eine Begabung hat. Und die wollten wir natürlich nicht unbenutzt lassen und haben dann mit ihr überlegt, wie können wir diesen Schrank bemalen und waren dann so von so botanischen, analytischen Zeichnungen zu floralen Mustern und was gibt es, ja. Und dann ist letztendlich das entstanden, was, glaube ich, sehr anstrengend war, ist, dass alles in Ölfarbe, also die Schränke sind aus Vollholz mit Ölfarbe bemalt. Ölfarbe trocknet extrem langsam und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, dass man alles dann in diesen unterschiedlichen Farben ja, entwickeln kann. Der andere Schrank, das ist der Schlafzimmerschrank. Genau, da haben wir dann, der kam letztendlich nach dem Garderobenschrank. Das ist, vielleicht sind wir alle ein bisschen mutiger geworden, die Malerei ist ein bisschen expressiver geworden mit Tieren und üppigere Bepflanzung. Der Schrank ist in Kastanie gebaut. Man sieht, dass das am Rand eben ist es noch das Naturholz und die Flächen sind dann mit Blumen und Vögeln bemalt. Ja, wir erzählen jetzt relativ viel über so Details. Das ist, wie wir das, glaube ich, anfangs erwähnt haben, ist das natürlich Teil unserer Arbeit, dass wir all diese Elemente so wahnsinnig ausdifferenzieren und das am Ende auch unserer Meinung die Qualität dieser Häuser ausmacht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, also alle sind wichtig, aber der war nervenaufreibend, weil der sehr intensiv war und das war die Gestaltung des Bodens. Sehr lang, Sarah. Das war ein sehr langer Prozess. Der Boden sollte nicht auch noch in Holz ausgebildet werden. So gingen wir auf die Suche nach einem Steinboden. Aber es war von Anfang an klar, dass dieser Steinboden eine gewisse Wärme haben musste. Und wir sind über unzählige Studien von Terrazzoböden dann irgendwann bei Kalkböden gelandet, also so die früheren, wenn man so will, Terrazzoböden. Nur ist hier das Bindemittel Kalk und nicht wie die moderneren Terrazzos Zement. Und das hat den Vorteil, dass der Boden relativ fußwarm ist und er auch viel bessere bauphysikalische Eigenschaften hat. Also er kann besser Wasser aufnehmen, abgeben, Giftstoffe auf der Luft absorbieren und so weiter. Und wir wollten den, wie auch das Haus mit diesen Vollholzwänden, natürlich schauen, wie kriegen wir den Boden hin, der wirklich ökologisch ist. Und wir haben einen super Partner gefunden, der uns dann geholfen hat. Der Benedikt hat dann die ganze Zeit da mitgemacht, wie er bei fast allen Sachen am Haus die ganze Zeit mitgemacht hat. Und eigentlich ist dieser Boden schlussendlich, besteht er nur aus Steinen und aus Brandkalk. Also es ist wirklich, da ist kein einziges Lösungsmittel drin, nichts, kein Weichmacher, gar nichts. Es ist einfach Brandkalk und Steine. Man sieht das jetzt hier auf den Bildern, links sind die Steine. Und in der Mitte ist die Dusche. Lena hat es vorhin kurz erklärt, im Kamin ist diese Dusche, da haben wir noch diese Drainageschicht eingeführt, weil der Kalk natürlich auf eine gewisse Art und Weise wasserdurchlässig ist. Und ja, dann wurde uns im Prozess klar, dass wir da noch irgendwie zusätzliches was machen müssten. Die weißen Schläuche sind die Fußbodenheizung, das hat Lena auch schon erwähnt, dass der Kamin das ganze Haus beheizt, also nicht nur das Warmwasser zum Gebrauch, sondern auch die Fußbodenheizung. Und ganz rechts sieht man dann, die mühsame Arbeit, wie dieser Boden eingebracht wurde. Also der ist nicht wie ein Estrich fließend, sondern der wird dann so handfeucht, könnte man meinen, eingebracht und muss dann ja, verfestigt werden. Hier links sieht man jetzt eigentlich schon, wie das fertige Bild des Bodens, wo er auch schon glatt und schön aussieht, in der Mitte, wie man sich mit diesen Flossen über diesen Boden bewegen muss. Also der ist auch, ja, der ist auch, Der ist matschig. Der gibt auch ja. Ein bisschen nach und ja. Ab und an muss er über diese großen Rollen, die man da rechts hat, ja, muss er gerollt und verfestigt werden. Zudem hat er eine Stärke von über 12 Zentimetern, also man braucht ein bisschen mehr, aber das ist ganz interessant. Zum Beispiel ganz Venedig steht auf diesen Böden, also das ist eine ganz alte Technik und dieser Boden kann einfach wahnsinnig viel. Er hat einfach den Nachteil, dass er wahnsinnig lange braucht, um auszuhärten. Ja, also wir haben jetzt hier über 6-7 Monate und selbst dann hatte ich das Gefühl, der ist immer noch weich. Aber er ist wahnsinnig schön, weil er natürlich eh schon viele Spuren hat und immer noch Spuren dazukommen.
So, wir wollten das aber bei diesem Boten nicht belassen, sondern haben dann herausgefunden, dass wir verschiedene Schichten von Kalk oder von diesem Kalkboten immer wieder auftragen können und wir den auch mit Pigmenten versetzen können und haben das dann auch gemacht und haben einfach die letzte Schicht dann sehr dünn gemacht, also mit sehr feinen Sanden und mit Naturfarbstoffen. Und was ihr jetzt hier seht, das ist eigentlich das Bodenmuster vom Haus. Innen hat es ja eher so einen hellgrünen Grauton und dann kommen diese dunkelgrünen Töne dazu, wo wir diese Muster entwickelt haben für die Räume. Das Graue, was ihr außen seht, ist dann das Muster für die Pflasterung. Da komme ich dann auch noch zu. So, hier sieht man das jetzt mal in der Erstellung der Muster auf der linken Seite. Also da wurde dann so eine Soßenwerkstatt erstellt im Wohnraum und dann wurden unzählige Muster gemacht, in der Mitte dann der Brandkalk und die Farbstoffe und ganz rechts, wie das dann aussehen sollte oder könnte. Also kleinste Veränderungen haben natürlich immer auch große Veränderungen in die Muster gebracht und schlussendlich in den Boden. Hier sieht man jetzt ganz schön, ihr seht so den Grundboden, der dann schon relativ trocken war und wie jetzt wirklich mit Hand, also wie so eine Malerei, wurde jetzt diese ganz dünne Schicht von Kalk mit den Farbstoffen oben aufgespachtelt. Dann gab es noch Elemente, die wir noch exponierter haben wollten, obwohl das, hier kamen wir dann auch mit den Handwerkern wirklich an die Grenzen, weil sie sagten, es geht einfach nicht mehr. Und dann haben wir ein Muster entwickelt und dieses Muster sollte im Wohnraum, ja, das sollte nicht nochmal so ein Pendant zum Kamin bilden und irgendwie nochmal so einen, den Boden nochmal nublieren. Und haben dann so eine Schablone oder haben ein Muster entwickelt, daraus wurde diese Schablone gemacht, die aufgelegt, dann wurde der Grundton aufgebracht, der wurde wieder ausgekratzt und dann wurde der eigentliche Ton, also für die helleren Töne, nachträglich aufgespachtelt. Und es war eine unglaublich schwierige Arbeit. Es hieß auch, das geht eigentlich gar nicht, aber es hat ganz wunderbar funktioniert. Und hier sieht man jetzt auch nochmal diese Muster in den anderen Räumen. Also wir haben dann so angefangen, Ornamente zu bilden und dann auch herausgefunden, was wirklich interessant war an dem Boden, auch mit den Handwerkern, dass man diese Böden oft benutzt hat. Und die diese Böden gemacht haben, haben dann mit Absicht versucht, Muster, die sie aufgetragen haben, auch unter den Wänden verschwinden zu lassen. Und das ist ganz spannend, weil man das natürlich so nie machen würde, wenn man jetzt aus Steinen Muster legen würde. Dann hätten die immer einen Fries oder einen Abschluss. Und hier ist es aber aufgespachtelt und dadurch konnten sie wie darstellen, dass es ein anderes Handwerk ist und dass diese Figuren und diese Muster über die Ränder des Raumes hinweglaufen. Also dass es wie durchläuft. Hier sieht man das jetzt nochmal ganz fein. Dieser Boden ist wirklich, hat Nuancen. Man nimmt ihn wahr, wenn man im Raum ist. Man muss aber genauer hingucken. Aber das ist ganz schön, weil das changiert, genauso wie das Holz changiert und die Decke zu den Wänden. Auf dem Bild ist jetzt auch wie der nächste Link. Ich würde jetzt gerne mal nach außen gehen. Da sieht man jetzt hier schon das Pflaster an der Stütze. Und hier hatten wir lange überlegt, wie wir diesen Außenraum gestalten wollen und sind dann irgendwie bei einer Pflasterung gelandet. Wir fanden das ganz schön, dass es so diese einzelnen Elemente gibt und dann fügt man diese zu einem homogenen Teppich zusammen, der einmal um das Haus läuft. Also primär unter den Lauben natürlich, aber dann gibt es wie nochmal so einen Grenzbereich, der die Landschaft von diesem Haus abtrennt. Das haben wir natürlich auf den großen Lauben nicht homogen durchziehen wollen, sondern haben da auch nochmal Muster entwickelt und haben nochmal andere Pflastersteine benutzt. Und auch hier hat Benedikt wieder selber Hand angelegt und hat diese Muster dann in wochenlanger Arbeit gelegt. Und sie zeichnen eigentlich dann immer die Bereiche zwischen diesen Stützen nochmal als extra Räume aus. Genau, und eben für uns war, das ist jetzt vielleicht bei euch auch im Studio Garkau ein Thema, dadurch, dass dieses Haus auf letztlich weiter Flur auf so einer Wiese steht, gibt es diese Lauben, dann ist irgendwie der Boden, der geht auch nochmal ein Stück raus und dieses Stehen auf,
auf dieser Wiese war für uns sehr wichtig, wie formulieren wir das? Und wir fanden es auch gar nicht so einfach in unserem Entwurfsprozess, diese Übergänge, diese Kanten zu formulieren, wo fängt die Architektur an und wo sozusagen ist die Landschaft. Also darum sind weite Wiesen und Mais wächst. Und also es ist jetzt ja auch nicht irgendwie ein Vorgarten oder so. Genau, und ein Element, was natürlich klein ist, aber auch da versucht irgendwie zu vermitteln, sind die Wassertröge, und die das Dachwasser einfangen. Also man sieht es jetzt hier mittig im Bild. Und die stehen jeweils auf der Schmalseite. Also auf der anderen Seite steht auch noch ein Trog. Und sind auch aus dem dunkel eingefärbten Beton, genauso wie die Basis der Stützen und auch der Kamin im Innenraum. Und es ist nur sinnvoll, dieses Wasser einzusammeln, um die Blumen, die drumherum und der Garten, der drumherum ist, zu gießen. Wir haben schon viel von Benedikt geschwärmt, aber zu dem Zeitpunkt kam relativ spät die Tröge. Da war eigentlich Benedikt schon der Schalungsbauer schlechthin. Und wie wir gesagt haben, ach komm, die machen wir jetzt rund. Wurde gar nicht gemurrt, obwohl natürlich rund in Beton zu gießen eigentlich eine schlechte Idee oder eine komplizierte Idee ist. Genau. Jetzt sehen wir, hier ist nochmal genau auf der anderen Seite und da ist eben Sonjas Garten. Und da macht es natürlich auch besonders Sinn, die Blumen zu gießen und das Gemüse primär. Genau, und was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Tröge ein weiteres Element sind, dass das Stehen auf dem Boden die Verbindung vom Dach auf die Erde vermitteln. Das zweite Gebäude, was wir vorstellen möchten, ist nicht isoliert in der Landschaft, versucht aber dennoch eine Art hermetischen Rückzugsort zu schaffen, der die dörfliche Nachbarschaft auf Abstand hält. Also man sieht an dem Luftbild schon den Unterschied zu Haus Scholl. Wir sind jetzt eigentlich in einer dörflichen Struktur mit viel Landschaft drumherum. Ohnehin ist es eine allzu romantische Vorstellung, dass das Einfamilienhaus im dörflichen Gefüge über Garten und Abstand Privatheit schafft. Ganz im Gegenteil sind Nachbarschaften omnipräsent, oftmals gepaart mit dem Generationswissen des einen über den anderen. Also was wir hier bei dem Projekt für uns wichtig war, haben wir vielleicht auch in der Einleitung mit den Bildern von Laurenz Berges zeigen wollen, dass es immer diesen Konflikt eigentlich gibt zwischen dem romantisch-idyllischen, aber dann auch vielleicht einer Beengung im Dorf. Und was uns auch an dieser Fotografie gut gefällt, ist, dass man sieht, diese Vorgärten und Gärten und die Abgrenzung der umliegenden Grundstücke durch Zäune, durch Hecken, alles ist so ganz klar geteilt. Und wir machen ganz bewusst eigentlich eine Gegenthese und öffnen diesen Straßenraum, machen wie so einen Platz. Natürlich stehen da eigentlich Autos oder manchmal stehen da Autos, aber es versucht so ein bisschen diese klare Abgrenzung zu den Nachbarn ein bisschen aufzulösen. Unser Entwurf sah vor, verschiedene Gebäude als Ensemble um einen Hof zu positionieren, der sich nur auf einer Seite öffnet. Diese Seite war unverbaut und mündet im Horizont der Landschaft. Ein Motiv, welches wir in der Auseinandersetzung mit Dorf und Landschaft immer wieder vorfanden. Der Hof war ebenfalls ein Motiv, was wir bereits bei alten Bauernhoftypologie studieren konnten. Der gemeinsame Außenraum von Generationen unter einem Dach, der Schutz vor dem Wetter und auch der pragmatische Charakter des Werkhofes begleiteten uns in unserer eigenen Beurteilung. Also das, womit wir uns beschäftigen, ist auf der einen Seite diese Introversion der Familie auf den eigenen Außenraum und letztendlich auch das Abschotten nach außen. Und gleichzeitig gibt es aber immer die Bezüge, also man sieht das hier eigentlich auch, hier guckt man dann wieder auf die Straße und da, wo der Fotograf letztendlich steht, guckt man in die Landschaft. Und das ist dieses Spiel zwischen offen und doch nicht offen.
Die in der heterogenen Dorfstruktur vorgefundenen Nachbarschaften erzeugen selten architektonische Qualitäten, sind sie doch oftmals allzu zufällig entstanden. Der Bezug zu ihnen fiel uns im Prozess zunehmend schwer. Wie reagiert man auf seine bauliche Umgebung, wenn man ihr keine architektonische Qualität absprechen kann? Ein Nachbar ragt mit seinem Dach über das Werkstattgebäude hinaus. Ein anderer war nur sichtbar, wenn man in der offenen Überschneidung von Wohnhaus zu Autounterstand hindurchblickte. Und ein entfernter Nachbar wurde nur im kurzen Moment beim Hinabgehen der Treppe sichtbar. Diese Momente erzeugen auf subtile Art und Weise eine Zugehörigkeit zu einer Dorfstruktur und einer Gemeinschaft. Genau. Von Anfang an bestand bei uns das Bedürfnis nach einem sinnhaften Reiz der Oberflächen. Bei der Suche nach einem entsprechenden Material, welches als Teil und als Ganzes diesen Reiz befriedigen konnte, wurde der Ziegel und das Mauerwerk maßgebend. Um Transportwege von mehreren hundert Kilometern auszuschließen, gingen wir regional auf die Suche und fanden eine alte Ziegelmanufaktur in Nossen bei Dresden. Die Ziegel werden hier noch mit alten Maschinen hergestellt. Uns wurde ermöglicht, die Abläufe der Produktion zu justieren. Wir konnten den Wassergehalt der Rohmassen erhöhen, wodurch der Stein formbarer wurde und die Spuren der Herstellung stärker sichtbar. Zudem konnten wir vereinbaren, dass die Gummibänder der Förderanlage nicht gereinigt wurden, was der Oberfläche zusätzliche Kerben und Abdrücke verpasste. Diese Eingriffe hatten für uns den positiven Effekt, für den Maurer den negativen Effekt, der nun nicht mehr vorhandenen Maßhaltigkeit. Jeder einzelne Ziegel wurde zum Einzelstück. Moment, hier gibt es einen Fehler. Die Wahrnehmung der Wände war für uns jedoch am Anfang an ausschließlich vom Ziegel definiert, sondern auch über die Fuge. Wir erhöhten das Maß auf 2 bis 3 Zentimeter in Lager- und Stoßfugen, was den ruralen Charakter, den wir anstrebten, zur Wirkung verhalf. Mit einem wilden Verband, gemauert mit den Lagerseiten als Sichtseite im Normalformat, war das Grundgerüst gefunden. Neben der Detaillierung von Reliefstürzen, Kapitellen, wollten wir die Dachränder subtiler ausbilden. Aus Kostengründen wurde der Ziegel als 7-Schlitz hergestellt, was in unseren Augen ein spannendes Potenzial aufwies. Wir drehten den Ziegel auf die Schlitzseite, je nach Situation als Halb- oder Vollstein, und mörtelten diesen analog der Fugen aus. Also man sieht das hier ganz schön. Der Halbstein ausgemörtelt, es ist eigentlich nur der Ziegel gedreht. Also man macht das, um dann um Rohmasse einzusparen, und natürlich wird er dadurch auch leichter. Und wir sahen dahin eigentlich ein ganz schönes Ornament. Zudem wollten wir einen Abschluss als Ziegel, was uns schlussendlich zur Hohlpfanne führte. Nochmals verziert mit einem kleinen 3x3 cm Ziegelstück, hergestellt aus den Resten der Verarbeitung, wurde der Abschluss entsprechend als Fries gestaltet. Also das sieht jetzt hier relativ aufwendig aus, das ist es aber eigentlich nicht. Wir haben nur die Ziegel genommen, sie auf den Kopf gedreht und die Hohlpfanne oben drauf gemauert. Das haben wir bei alten Friedhofsmauern mal gesehen. Und im skandinavischen Raum gibt es auch relativ häufig, und wir fanden das eigentlich ein sehr schönes Motiv, um die Dachränder beim Mauerwerk nochmal zu möblieren. Genau. Der von den Einzelbauten begrenzte Hofraum konnte nun aber auch als Platz gelesen werden. Der Platzgedanke formulierte auch die Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der Fassade. Zum einen sind die Fassaden am Platz überhöht, und zum anderen über Relief und eine Vielzahl von Ornamenten als Platzversagen wirksam. Also das vorherige Bild, was Jan gezeigt hat, auch gezeigt, ja, nochmal zurück. Man sieht es ja eigentlich hier immer diese Stirn, die sich da nochmal zum Platz auftut. Die Grundrisse sind relativ einfach, versuchen über präzise Ordnung die räumlichen Qualitäten des Hofs und ihrer Nachbarschaft auch im Innenräumlichen erlebbar zu machen. Der Hauptraum des Wohnhauses orientiert sich dabei ebenfalls auf den zentralen Platz und findet im kleinen Werkstattgebäude sein räumliches Gegenüber. Nur die kräftigen Pfeiler der Fassade verdeutlichen den markanten Übergang von innen zum Außenraum.
Genau, das ist das Wohnzimmer, ganz klassisch. Hier sieht man noch diese Pfeile. Ja, hier ist genau, sieht man die Pfeile, aber da komme ich auch noch mal drauf. Genau, und hier vielleicht noch mal so allgemein. Hier ist dieser Carport, die Straße ist hier, da kommt man rein. Und ich finde, in dem Plan sieht man auch noch mal, wie wir eigentlich versuchen, immer diese Volumen zueinander zu verschieben. Und so gibt es immer so den Moment, wo man hineingucken und hier hinausgucken kann, aber eben auch ein intimer Innenraum entstehen kann. Genau, beim zentralen Wohnraum, welcher sich direkt auf den Platz oder Hofraum bezieht, ist die Ausformung zudem plastischer. Wir lösten ihn für uns nicht ausschließlich damit, dass die Verglasung entsprechend groß ausgeführt wurde, sondern versucht, den Moment des Übergangs zu thematisieren. An der Stelle, wo quasi die Außenwand großflächig geöffnet wird, führen wir drei große Pfeiler ein, die im Grundrissdispositiv überdimensioniert zur Wand erscheinen und somit einen markanten Übergang symbolisieren. Also man sieht relativ plakativ an diesem Foto, dass eigentlich sind es sehr große Öffnungen und gleichzeitig können wir in dem Moment kaum rausgucken, außer hier an diesem Schlitz, weil diese Stützen so überdimensioniert sind. Genau, in dem Foto sieht man auch diese Messingtür. Da geht man eigentlich wieder raus, also zur Eingangstür und zur Garderobe. Die haben wir auch gemeinsam mit dem Bauherrn, der auch der Bauherr des Haus Erlers irgendwann mit in die Produktion, ins Handwerk mit eingestiegen, entwickelt. Auch sehr talentiert. Auch sehr talentiert, auch ein sehr guter Handwerker. Und also so eine Tür kann man auch nicht machen, wenn es nicht der Bauherr macht, weil es dauert Stunden und ist also unbezahlbar. An sich ist hier relativ einfach gedacht. Also wir haben es einfach gedacht und in der Umsetzung dann sehr aufwendig. Es ist eigentlich ein Türblatt mit eingefrästen Würfeln, Öffnungen, die auch diese zwei Räume miteinander verbinden sollen in Licht und Luft. Und genau, die Löcher sind dann nochmal gestrichen in so einem Knallblau. Und darüber ist dann das Geflecht mit einfachen Messing, ja, so Streifen, die dann gewebt sind und mit kleinen Messingnägeln befestigt wurden. Sieht man hier nochmal, da war sie noch ganz frisch und glänzte noch. Genau, und wie auch ganz schön, man sieht so, wie so alle Elemente zusammenkommen. Genau, und daneben ist der Kamin. Auch hier haben wir einen Kamin, ist aber eigentlich ganz anders gedacht als jetzt im Vergleich zum Haus Scholl. Er bildet auch ein Zentrum im Wohnraum, wie so auch nochmal introvertiert, also weg eigentlich von dem Ausblick in den Hof, ist aber freigestellt und funktioniert eher wie ein Möbel. Und das haben wir auch erst so herausgefunden, eigentlich im Entwurfsprozess. Der war auch lange Zeit gemauert und riesig und abgetreppt, aber irgendwie war auch die Präsenz von diesem Backstein und diesen schönen Backsteinwänden so stark, dass wir eher diesen Kamin zurücknehmen wollten. Ähnlich wie beim Haus Scholl haben wir auch bei Haus Erler versucht, hier jetzt nur im Außenbereich, diese Platzgestaltung nochmal etwas ja, exponierter darzustellen. Wir haben versucht, eine Art Grafik zu entwickeln, die den Muster hat, die aber nicht versucht, mit dem Mauerwerk in irgendeiner Art und Weise in Beziehung zu treten. Und das haben wir dann schlussendlich geschafft, weil der Bauherr die Möglichkeit hatte, Pflastersteine zu bekommen und die tatsächlich in zwei unterschiedlichen Farben. Also es gab einen grauen und einen roten. Und daraufhin haben wir uns dann hingesetzt und haben dieses Muster entwickelt mit ganz unterschiedlichen, ja, Prämissen. Also es gibt hier dieses Muster für den Hof. Hier gibt es eine Art kleinen Patio, da steht ein Baum drin. Da gibt es wie so einen kleinen Rückzugsort, vielleicht irgendwann mal eine Sauna. Und dann gibt es hier dieses große Dreieck unterm Carport und wie so eine Art ganz homogener Wegführung hin zum Eingangsbereich.
sieht natürlich exponiert aus, ist natürlich dann etwas homogener in der Ausformulierung. Was man aber auch noch sieht, ist das, was Lena kurz schon erklärte. Es gibt hier diesen Autounterstand, das Wohnhaus, das Werkstattgebäude und eine Art Pflanzdruck. Und die bilden oder die rahmen so diesen Platz oder Hof. Und wir wollten, und es war relativ schnell, war das Thema und ist auch nicht mehr weggegangen, wieder einen Brunnen oder ein Auffangbecken für Wasser installieren, weil natürlich auch hier wahnsinnig viele Pflanzen wachsen und es viel Garten gibt. Aber gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, dass das bei diesen ländlichen Bauen immer, analog des Kamins, immer ein Thema ist. Wir haben schon gesagt, der Bauherr hat dann irgendwann angefangen mitzumachen und er hat dann auch Freude entwickelt, vor allen Dingen am Mauern, das hat er auch heute noch. Und das war auch sehr gut, weil wir relativ unkompliziert mit ihm dann die Sache machen konnten. Also man sieht hier diese Skizzen und es lief auch gar nicht immer um ganz konkrete Planungen, sondern es lief sehr viel über diese Skizzen und über das Verständnis dieser Skizzen und das hat dann schnell relativ gut geklappt. Und wenn nicht, dann haben wir neue Zeichnungen nachgeliefert und er konnte aber relativ zügig diese ganzen Zeichnungen irgendwann lesen und auch verstehen. Und hier sieht man mal so ein bisschen den Prozess dieses Brunnens oder diesen Auffangbecken. Das haben wir natürlich dann anders gemacht. Wir haben das jetzt hier gemauert und haben, wenn die Ressourcen da sind und wir sie natürlich auch nicht in irgendwelche Kosten einbetten müssen, konnten wir es auch wirklich wieder etwas spezieller gestalten und haben dann den Ziegel auch benutzt, um ja, dieses Relief abzubilden. Ja, und als dann klar wurde, wie es funktioniert, war das auch relativ gut machbar. Und am Ende haben wir dann immer auf diese Ecken, und das haben wir bei fast allen Elementen im Hof so gemacht, und Betonsteine aufbetoniert. Hier sieht man das jetzt nochmal im Foto, wie dieses Auffangbecken dann gespeist über das Dach des Carports befüllt wird und von da das Wasser genommen werden kann, um die ganzen Pflanztröge und Bäume, die dann irgendwann im Hof jetzt stehen, zu bewässern. Das Muster vom Hof, ich habe das vorhin schon erklärt, hier sieht man das in den Anfängen, auch wie wir versucht haben herauszufinden, wie weit geht dieses Pflaster jetzt, wie ist die Überschneidung dieser Pflasterflächen wieder mit diesen einzelnen Elementen, also mit diesen Häusern, wie weit ragt es in diesen Garten oder in diese Landschaft hinein. Das war ein wichtiger Aspekt, weil das einem oftmals unklar ist und es gar nicht so präzise gesagt werden kann, wie es gehen muss. Aber wir das Gefühl hatten, es darf auf gar keinen Fall auf irgendwelche Kanten laufen. Es muss sich verschneiden, wie die Gebäude das auch machen. Hier im nächsten Schritt sieht man dann die Verfüllung. Also wir haben schwarzes Füllmaterial und rotes Füllmaterial benutzt und konnten dann dieses Muster abbilden. Hier hat man den Blick in die Landschaft aus dem Hof raus. Wir stehen in engem Kontakt zur Familie und deswegen waren wir auch immer wieder da und konnten das kontrollieren. Unser Sohn macht hier gerade die Abnahme der Fugenfüllung und man sieht, glaube ich, rechts ganz schön, wie dieses Muster eine Eigenständigkeit hat und nicht anfängt, da irgendwie mit dem Mauerwerk eine Beziehung anzugehen. Von der Straße aus gesehen dann diese größeren Muster, also die großen Dreiecke und dieser Weg hin zum Eingang. Lena und ich sind irgendwann vor ein paar Jahren bei einer Exkursion, die wir selber gemacht haben, haben wir uns verschiedene Heinz-Bienefeld-Häuser angeschaut, kann ich jedem nur empfehlen. Und dann ist uns immer wieder ein Detail aufgefallen, dass er eine Art Grundstein, also ein Stein, ein Marmor von einem Steinmetz bearbeitet, mit dem Namen des Haus, also der Baufamilie, und mit einem Baujahr versieht und das dann ins Mauerwerk eingebunden wird. Und das fanden wir als Idee so toll, das haben wir dann hier auch gemacht. Wir haben eine gute Freundin in Düsseldorf, Annika Staud, ist Steinmetzmeisterin, und sie hat uns dann diesen Marmorstein bearbeitet, relativ schön, wie wir finden, und den haben wir dann da ins Mauerwerk eingebettet. Man sieht das hier ganz schön auf der linken Seite, da ist dann die Klingel noch, und dann haben wir den eigentlich eingeflochten in diesen Verband. Und so sieht das jetzt aus, dann fertig, wenn man auf den Eingang des Hauses zuläuft. Also man hat das Mauerwerk, was ein eigenes Spiel hat. Man hat diese vielen, vielen Mauerwerksdetails, die ohnehin schon da sind, weil man sie einfach nutzen kann. Und dann gibt es noch diesen Marmorstein, es gibt noch die Farbe, wo wir wieder versuchen, diese Stützen
ja, in ihrer Bedeutung etwas aufzufrischen. Jetzt kommen wir zum dritten und unserem letzten Projekt, das wir heute vorstellen möchten. Bei dem Projekt wirkt die Umgebung immer urbaner und die Landschaft als offener Raum ist schon nicht mehr vorhanden. Die direkte Umgebung erinnert zwar immer noch an dörfliche Strukturen, jedoch macht sich an vielen Stellen die Eingemeindung als städtischer Vorort bemerkbar. Hier findet jetzt auch eine Transformation statt. Die Landschaft wird zum Garten. Der Bezug der Architektur zu seinem Außenraum ist begrenzt und auf engem Raum wahrnehmbar. Die Weite in den Naturraum ist nicht vorhanden. Umso stärker haben wir versucht, bei unserem Entwurf den Garten und den Innenraum in ein enges Verhältnis zu binden, quasi auf beiden Seiten die Schönheit des Gegenübers zur Kulisse des anderen werden zu lassen. Profan handelt es sich bei unserem Entwurf erst einmal um einen Ersatzneubau eines in den 60er Jahren angebauten Werkstattgebäudes, was in unterschiedlichen Bauphasen mit zweifelhaften Methoden erstellt wurde. Sollte der Anbau am Anfang in seiner Substanz erhalten werden, stellte sich im Bauprozess heraus, dass Wände wie Fundamente nicht mehr tragfähig waren und somit musste der Gesamtbau ersetzt werden. Der neue Baukörper sollte nur einen Raum in sich aufnehmen. Er sollte Küche, Esszimmer, Kaminzimmer, Schul-, Lesezimmer und ein Raum für Freunde werden. Also man sieht jetzt hier eigentlich einmal den Bestand und dieser Anbau sind ein bisschen mehr als 40 Quadratmeter, die sich hier in den Großgarten einschiebt. Und man hat eigentlich nur den Bezug hinten in den Garten und vorne ist die Straße und man sieht den Anbau eigentlich kaum. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in den Öffnungen wider. Eine große Gaube auf der Ostseite lässt das Morgenlicht in den Raum. Im Süden das Gartenfenster, welches die Schönheit des Gartens sichtbar macht und im Westen ein Sitzfenster. So, die Komplexität an Funktion, Licht und räumlichem Bezug versuchen wir mit einer, wir definieren heterogenen Koexistenz von Fügung, Element und Material zu beschreiben. Diese Koexistenz bestand dabei in der Komposition dieser architektonischen Parameter als ein Nebeneinander. Zwar offenbart ein solches Nebeneinander nicht immer sofort einer logischen Schlussfolgerung, doch glauben wir zu denken, er lädt ein zweites Mal hinzuschauen. Sehgewohnheiten werden dabei bewusst irritiert. Es geht uns dabei aber nicht um stilistische Intervention oder ein Zitat, sondern darum, dass eine spezifische Situation um besondere Aufmerksamkeit bittet und bei bester Konstellation die Schönheit des Moments noch einmal verstärkt. In unserer Arbeit spielt aber auch das Nebeneinander eine wichtige Rolle. Zwar offenbart ein solcher Moment nicht immer sofort einer logischen Schlussfolgerung, doch glauben wir zu denken, er lädt ein zweites Mal hinzuschauen. Sehgewohnheiten und Seherfahrungen, ach, das habe ich jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier, das ist eine Wiederholung, Entschuldigung. Doch, Entschuldigung, jetzt habe ich mich wiederholt. Hier sieht man jetzt eigentlich diese heterogene Koexistenz, wie wir sie meinen. Also Kalkwände, überformte Sichtbeton-Ringanker, filigranes grünes Stahltragwerk, weiße Holzlattung der Decke, gemauerter und teilweise gekalkter Kamin, schwarzer Terrazzoboden, braunes Leder, treffen alle aufeinander, wirken aber in keinem Moment anmaßend oder aufdringlich, so unsere Wahrnehmung. Also man sieht es hier eigentlich nochmal ganz schön, wie diese ganzen Elemente zusammenkommen und auch von uns explizit so unterschiedlich gedacht waren. Diese Koexistenz bestand zudem auch in der konstruktiven Ausbildung des Tragwerks. Unsere Konzeption sah vor, innen wie außen eine Feinheit zu schaffen, die dem Maßstab entsprach. Darüber kombinierten wir das Stahltragwerk mit einem Spanndach zu einem Komplementärsystem. Auf die Einzelbinder wurden abschließend Kreuzlagenholzplatten aufgebracht und verschraubt. Diese Kreuzlagenplatten aus Holz stellten das Gesamtsystem schlussendlich aus und ermöglichten
uns eine filigrane und deutliche Auskragung auf den Längsseiten und der Giebelseite. Wieso erzähle ich das? Wir finden eigentlich diesen Prozess dieser heterogenen Komplexität auch in der Konstruktion wieder. Und wir glauben, dass das dann auch Qualitäten erzeugen kann. Wir haben jetzt hier links oben diesen Ringanker, den man grundsätzlich sowieso hat, wenn man ein Mauerwerk erstellt. Wir haben den dann exponiert als Sichtbeton gelassen und haben den auch überzeichnet in der Giebelfront. Darauf kam dann der Stahlbau, der verbunden mit diesen Holzträgern, die den Zwischenraum bilden für Dämmung. Und dann gibt es diese Holzplatten, die aufgelegt werden. Und die haben nochmal eine ganz eigene Stärke, schaffen es aber dann, diese Auskragung, die wir wollten, zu erreichen und auch zu thematisieren. Genau, hier sieht man auch nochmal die Auskragung. Die Auskragung führte uns zu einem anderen wichtigen Detail des Entwurfs. Und zwar der für uns wichtige Punkt des Verschmelzens von Alt und Neu. Für uns war es notwendig, dass der Neubau folgte auch einer anderen ästhetischen Ausformulierung, dennoch mit seinem Bestand eine Symbiose eingeht, ein Verkrallen und Verflechten, eine Zusammengehörigkeit, die nicht die Frage nach dem Besseren und Schlechteren stellt. Also das ist das Detail neben der Gaube und dieses auskragende Dach kragt eigentlich letztendlich auch in den Bestand aus und krallt sich da ein und die Regenrinne des Bestands verbindet sich hier mit der Regenrinne des Anbaus. Ja, der Bestand ist jetzt noch unterschiedlich verputzt und gestrichen. Der wird dann hoffentlich auch irgendwann umgebaut und da sind wir noch am Ausprobieren. Es gibt gestalterische Elemente in unserer Auseinandersetzung, die widersprüchlich wirken, nicht notwendig erscheinen oder man ihre Legitimation nicht bewusst wird. Das geschieht, weil man ihnen oftmals keine klare Funktion oder einen brauchbaren Nutzen zuschreiben kann. In unserer Auseinandersetzung erfahren diese Elemente allerdings die gleiche Bedeutung wie die Elemente, die mit einer klaren Absicht und Funktion ausgestattet sind. Die reine Zweckorientierung würde die ästhetischen und räumlichen Bedürfnisse leugnen. Die filigranen Dachüberstände entsprechen einer solchen Situation, die unserer architektonischen und konstruktiven Idee gerecht wurde, statisch gelöst war, aber dennoch nicht schlüssig stimmte. Es war die Figur, das Bedürfnis eines formulierten Übergangs von der Hülle zur Dachfläche. Ein Detail, das die Dinge miteinander verbindet. Dies war keine tektonische Motivation und auch keine statische Notwendigkeit, sondern ein Bedürfnis der formalen Vollständigkeit. Es geht um diese seitlich sichtbaren Metalldreiecke, die eigentlich das Dach mit der Fassade verbinden und die haben keine statische Funktion. Ja, hier sieht man jetzt mal den Ausführungsplan vom Kamin im Haus Vogt. Der kam ja doch relativ früh dann im Prozess dazu. Der war natürlich am Anfang nicht gedacht, aber irgendwann dachten wir, dass das natürlich eine gute Idee ist. Dieser Raum wird der neue zentrale Wohnraum sein oder das ist die Küche, Essraum und vieles wird da stattfinden. Und dann ist es wie logisch, dass man auch diesen Kamin dahin orientiert, weil der natürlich nochmal eine ganz andere Behaglichkeit schafft. Analog wie beim Haus Erler, wir hatten da relativ viel Übung darin, ist der Kamin hier auch gemauert und mit einer Vielzahl von Ornamenten versehen. Diese treten aber hier viel subtiler in Erscheinung, weil wir den Großteil des Kamins mit Kalkfarbe gestrichen haben. Einzelteile blieben im Naturton und erinnern dann weitläufig an Pfeiler und Kapitelle und an das Tragen dieses Sturzes oder dieses Architravs, den wir überdimensioniert gemacht haben, wieder eingelassen in das Mauerwerk und bildet gleichzeitig irgendeine Art und Weise auch noch einen Standort für so Dinge, was wir eigentlich ganz schön finden. Und dieses Überdimensionierte, was natürlich nicht notwendig war, und diese ganze Form, das ist für uns das, was wir als die angestrebte Proportion ansahen und was wir auch das Gefühl haben, dass es dann entsprechend diesem Raum Ausdruck und Wichtigkeit verleiht. Auch im Haus Vogt spielt
die Entwässerung des Dachwassers natürlich, wie bei all unseren Projekten, eine große Rolle. Und hier ist es etwas anders. Hier ist es ein Speier, der auf der einen Seite des Hauses angebracht ist und das Dachwasser einseitig in diesen diesen Zinktrog leitet. Und der steht jetzt hier im Garten. Und ob der nun zum Gießen benutzt wird, wissen wir nicht genau. Es hieß mal, vielleicht könnten auch Seerosen drin liegen. Ja, wir werden es sehen. Und bei jedem Regentag ist es eigentlich ein kontemplativer Moment, im Sitzfenster zu sitzen und den Elementen zuzuschauen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank euch beiden, Lena Ung und Jan Meyer. Das war ein sehr schöner Vortrag. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, euch zuzuhören, weil ihr uns so tiefen Einblick auch gegeben habt in den Bauprozess, in den Entwurfsprozess, in den Denkprozess, wie die Häuser entstanden sind. Und ich sehe, dass wir zahlreiche Zuschauer haben und die ersten Fragen schon eintrudeln. Ich habe auch noch ein paar aufgeschrieben, aber nochmal als Angebot an unser Publikum, dass Fragen einfach in YouTube eingetippt werden können und dann kommuniziere ich die gerne weiter. Wir haben so einen kleinen Time-Lap, aber ich fange vielleicht schon mal mit einer Frage an. Also ich denke, das ist so einer der Vorträge, wo man selbst so Lust bekommt, gleich zu entwerfen. Und ich denke, das liegt auch daran, dass ihr den Themen so viel Spielraum und Raum und Luft gibt und auch den Entscheidungsprozessen. Und dass Details nicht einfach wegdetailliert werden, sondern dass ihr dem Raum gibt und das ist auch zeitlich. Man hat es gemerkt, das sind Projekte, die nicht mal so über Nacht in der Hektik entstehen, sondern dass die auch zeitlich Raum benötigen. Und ihr habt Josef Frank schon erwähnt und wir lesen auch gerade Hermann Tschech im Studio so ein bisschen. Daran hat es mich so etwas erinnert. Manierismus und Partizipation ist einer der Aufsätze und Manierismus generell ist ja so ein bisschen so ein Schreckgespenst. Hermann Tschech hat aber gesagt, man sollte den Manierismus nicht den Manieristen überlassen. Und ich denke, bei euch wäre er in sehr guten Händen, der Manierismus, weil ihr das schafft, eine Umwelt herzustellen, die so komplex ist, aber auch divers, so ein bisschen absurd und vielfältig, aber insgesamt sehr offen und tolerant. Und für mich sind das die Qualitäten, die das verknüpfen. Und ich frage mich, ob das ein Begriff ist oder eine Haltung, mit der ihr euch anfreunden könntet. Also ich würde sagen, ja, obwohl wir natürlich auch ein bisschen Respekt vor dem Begriff Manierismus haben. Es stimmt, wir haben natürlich diesen Raum zum Entwerfen, auch weil es sind ja relativ kleine Projekte, die wir bisher gebaut haben und die haben wir über viele Jahre, also 5 bis, Haus Scholl, glaube ich, 6 Jahre gebaut. Und klar, kann man also in kürzerer Zeit gar nicht jedes Detail so betrachten, wie wir es machen in unzähligen Skizzen und Ausformulierungen. Ich glaube schon, dass auch diese Übersteigerung daher kommt, dass wir uns die Zeit nehmen. Also. Ja, und was ich aber auch glaube, ist, also diese Übersteigerung liegt auch, hat auch schon was mit den Bauprozessen zu tun. Also ich glaube, ich habe das beim Haus Scholl vorhin erklärt mit diesen Deckenbalken und diesen Ausklinkungen. Es wird ja, der Deckenbalken wird immer enger, dann kommt der Schwalbenschanz, dann kommt die Ausklinkung. Das ist jetzt auch nicht einfach unser entwurflicher Manierismus, sondern der ist geprägt durch diese Produktionsmethoden. Und auf einmal sieht man, was man machen kann und das kostet gar nicht mehr Geld. Also diese Noblierung, dieses Fügen der Ornamente, auch beim Mauerwerk, ob ich den Stein jetzt so rumhalte oder so rum, ist völlig egal. Man muss es nur machen. Und ich glaube,
heutzutage, wie du schon richtig sagtest, dieses Wegdetaillieren, und wenn man dann die Details macht, dann ist das relativ schnell dann manieristisch. Das ist natürlich schade, ne? Weil eigentlich ist das ja was es lange und oft gab, und eben Leute wie Scarpa oder wie Bienefeld sind für mich ja keine Manieristen, und die haben das ja, die haben das ja also exzessiv betrieben. Ja, ich denke, das ist das, was man den Projekten auch ansieht und wo man es auch nicht missverstehen sollte. Und so wie Hermann Tschech das ja auch meint, dass es auch eine Präzision im Entscheidungsprozess ist und dass man ganz pragmatisch den Entscheidungen den nötigen Raum gibt und dass daraus so ein komplexes, vielfältiges Produkt entsteht. Und ihr habt es auch so Koexistenz und Konstellation genannt. Ich denke, so ein wichtiges methodisches Element ist vielleicht auch Verknüpfungen herzustellen. Und was ich da interessant finde, diese Projekte sind ja auf dem Land oder in dörflichen oder in Siedlungsstrukturen, und das sind ja Gebiete, die sehr stark privatisiert sind, und Öffentlichkeit gibt es halt da, wenn überhaupt, irgendwo in einem Gasthaus, da wahrscheinlich gibt es nicht mal eine Bushaltestelle. Und ich finde, ihr schafft es, dass ihr da so ein Maßstabssprünge auch durch die Verknüpfung herstellt, so ein klein und groß, und dass ein kleines Gebäude auch ganz groß wirken kann. Also das letzte Haus, das ist ja fast so ein Haus in einem Raum, oder das Ziegelprojekt, das ist ja so ein Haus als Dorf angelegt, und das erste Projekt ist so ein Hof unter einem großen Dach. Also es gibt irgendwie vielleicht immer so eine große Geste, die was Kleinteiliges zusammenhält und wo es auch so eine Großzügigkeit gibt, oder es gibt einen Platz, was ein öffentliches Element, das hier anstatt in der Siedlung selbst in das Private hineinfaltet, und was dann dieses Kleinteilige auch möglich macht, finde ich. Also dieses Groß und Klein, das scheint immer so ein bisschen durch. Ja, ich glaube, bei uns ist es so, das sind die Aufgaben, die man uns gestellt hat, netterweise. Und das ist so ein bisschen egal, dass die klein sind. Also wenn die dreimal so groß wären, würden wir die ja genauso ernst nehmen und, sag ich mal, mit dem gleichen Idealismus bearbeiten. Und wie gehen sie mit ihrer Nachbarschaft um? Wie legt man sich auf das Haus zu? Und auch dadurch, dass wir ja in diesen Landschaftsräumen uns bewegen, kam hoffentlich auch heraus, dass dieses eben, wo hört Landschaft auf, wo fängt Architektur an, wo ziehen wir diese Grenzen? Das ist, finde ich, relativ schwierig, in so einer Weite überhaupt zu gestalten. Und klar gibt es dadurch dann immer eine Staffelung in das immer privater Werdende, und gibt es Übergänge, und es ist nicht irgendwie ein Klotz, der auf der Wiese steht. Ja. Ihr macht im Moment, habt ihr erzählt, auch ein öffentliches Gebäude. Ändert sich da irgendwas von der Haltung? Oder habt ihr erzählt, weil das sind jetzt private Welten, so eine Lebenswelt, die ihr sehr spezifisch mit den Bauherren auch entwickelt. Was passiert, wenn die Bauherrschaft wegfällt, die ja bei euch auch großen Anteil an den Projekten hat? Oder so eine aktive Bauherrschaft? Ja, das ist interessant, weil das hatten wir noch nie. Und selbst bei den öffentlichen Sachen, die auf uns zukommen, haben wir am Ende jemanden, der relativ intensiv das als Idee vertritt, tatsächlich. Also wir haben ein Projekt bei der Kirche, und da gibt es zwei Personen, es gibt den Pfarrer, und dann gibt es ein Familienzentrum, und die sind da so hinterher, und die wollen das, und die haben da eine eigene Ideologie, warum das gemacht werden muss und so, dass wir schon wieder eigentlich mit sehr engagierten Gegenüber zu tun haben. Und wir, das ist jetzt vielleicht bei uns speziell, aber das ist tatsächlich bei all den Projekten so. Das ist jetzt ein großes Glück und wahrscheinlich auch ein großer Zufall. Aber dadurch, dass wir bei Wettbewerben nicht so erfolgreich sind, kämpfen wir da auf dieser Ebene. Und das kann ich nur mit Nachdruck sagen. Es gibt diese Leute, die das auch wollen. Man muss sie nur in einen Prozess einbinden.
Und wir treffen immer wieder auf diese Menschen, die das wollen. Natürlich ist das bei einem Projekt finanziell besser aufgestellt als auf dem anderen. Aber eben, wir sind relativ schamlos und binden unsere Bauherren in die Prozesse ein. Und dann machen die das am Abend und dann mauern die am Abend. Und das machen die dann irgendwann auch gern. Das ist am Anfang blöd und das ist auch irgendwann etwas mühsam. Aber die sehen natürlich den Unterschied dann. Und ja, ich glaube, das macht die Projekte ein bisschen aus, dass wir vielleicht auch unkonventionell dann so das Gespräch suchen mit den Bauherren oder Baufamilien. Aber es ist eben auch bei diesen Öffentlichen, die wir jetzt haben, ist es ja trotzdem so, dass sie das für sich und ihre Gemeinschaft machen. Und deswegen haben wir immer dieses Persönliche bisher dabei. Also es ist nicht, dass es einen Investor gibt, der für irgendwelche Leute irgendwas baut, sondern es ist immer irgendwie in einer Gruppe. Und dadurch ist, glaube ich, der Austausch auch so gut. Ja. Ja, es gibt ein Projekt, das haben wir kurz am Anfang gezeigt, das ist so ein Modell, so ein bunter Holzbau gewesen. Eigentlich ist das ein Corona-Pavillon. Und den haben wir mit einer Stadtinitiative zusammen entwickelt. Oder die hatten die Idee in diesen Lockdowns, wir müssen uns auf die Straße stellen und müssen einfach unsere Messages auf der Straße verteilen. Keiner kann mehr in die Läden. Und dann machen wir das so, dass die Läden in diesen Pavillon können, zu bestimmten Zeiten. Und dann können die sich da präsentieren oder Liefer-, Abhol-, Service, weiß der Teufel, alles Mögliche machen. Und am Ende ist dieser Pavillon hat eine gewisse Nachhaltigkeit, weil der ja mit einem gesellschaftlichen Problem umgeht und irgendwie auch die Kommunikation fördert und am Ende auch Demokratieprozesse. Also wenn die Leute zusammenkommen und sich an diesen Stand stellen und alles hat 1,50 Meter Abstand und so und alles ist safe, aber man kommt trotzdem noch zusammen. Und auch da ist es eine Stadtinitiative und auch die sind voll dahinter, dass man das so macht und die würden es am liebsten auch schon wieder selber bauen. Also es ist sind natürlich kleinere Projekte, da kann man das natürlich auch machen. Ja. Ja, das merkt man schon, dass da viele Leute an einem Strang ziehen bei den kleinen Projekten und bei den großen und das sieht man den Projekten an. Jetzt kommt zu dem Thema auch ähnliche oder relevante Fragen aus dem Publikum. Und zwar könnt ihr etwas zu den Baukosten eurer Projekte sagen, so ungefähr zumindest, oder wie sich das verhält bei euch? Ja, ich kann vielleicht ganz kurz bei dem Holzhaus in der Schweiz, da sind die Baukosten, ja, die sind nicht höher als bei x-beliebigen Einfamilienhäusern da. Aber theoretisch wären die sehr hoch, aber dadurch, dass der Bauherr der Bauer ist und handwerklich wahnsinnig begabt, über viele Jahre selber produziert und gebaut und gemacht hat, waren die Kosten schlussendlich überschaubar, weil das war seine freie Zeit. Und auch das Ziegelhaus ist im Endeffekt so entstanden. Das ist vielleicht schon etwas teurer als das typische Einfamilienhaus. Aber diese ganzen speziellen Sachen, die wir gesehen haben, sind ja dann wieder in Parallelprozessen entstanden und somit auch nicht wirklich finanziell zu belegen. Aber ich glaube, wir wägen ja schon ab, der Ziegel ist natürlich teurer als eine Außendämmung und Wärmedämmverbundsystem, das ist so, da kommen wir auch gar nicht drum rum. Aber wir sozusagen hoffen, die Bauherren zu überzeugen, dass das auch letztendlich wichtig ist und auch nachhaltiger ist. Also dieses mehr Ausgeben für ein Haus macht auch, finde ich, Sinn, wenn das Haus dementsprechend länger steht. Ja, und das kompensiert das Mehrausgeben für Autos oder so. Ja, genau. Ja, und die Teilhabe der Bauherrschaft impliziert natürlich auch eine Nachhaltigkeit, die dann die Materialien mobilitiert, so wie jetzt gesagt hat, für das Projekt. Ein bisschen verbunden damit auch noch eine Frage, wie schafft ihr das wirtschaftlich, jedes Detail so wunderbar und schlüssig durchzuarbeiten? Ja, wir wohnen in Leipzig. Ja, das ist natürlich ein sehr wunder Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass die Bauherren eigentlich mehr bezahlen für das, sondern dass dass sowas nur geht, wenn die Prozesse sehr lang dauern. Und das bedeutet, dass unsere Honorare in den Keller rutschen. Und wir machen das aus viel Idealismus und Leidenschaft heraus so.
und hoffen, dass es besser wird. Ja. Irgendwann. Also es ist nicht wirtschaftlich, kann man sagen. Ja, dann schaue ich nochmal hier in der Liste weiter. Hier gibt es schon Dank für den schönen... Vernünftige Fragen kommen hier. Ja, jetzt warte ich nochmal, was noch aus dem Publikum kommt und stelle zwischendurch auch nochmal eine Frage. Also Sisa hat mal gesagt, dass man im Grunde nichts Neues erfinden kann und dass man im Grunde die Realität transformiert. Das ist im Grunde das Einzige, was der Architekt macht. Und eure Gebäude sind ja unmissverständlich zeitgenössisch, frisch. Und ich nehme an, das ist auch was ihr ausdrücken wollt. Und gleichzeitig gibt es natürlich schon viele andere Themen, die daran verknüpft sind. Und in Italien mit Casabella Continuità gab es diesen Begriff von Ambiente. Und es ist ja auch so eine Haltung oder ein Verständnis von der Vergangenheit als Teil der Gegenwart. Und euren Häusern sieht man ja auch diese Komplexität zumindest auf den zweiten Blick an, dass halt eine Stütze mehr ist als eine Stütze. Und im Grunde ist dieses erste Haus, Scholl heißt es, glaube ich, im Grunde wie so ein Palazzo als Bungalow und ein großes Dach, aber es gibt einen Fries, den Schaft, den Sockel, die Basis, das Kapitell, ein Portikus, da sind schon sehr viele Elemente drin und ohne dass die jetzt besonders exponiert nochmal entwurflich zur Schau gestellt werden, aber man merkt schon, dass es euch Spaß macht, Sachen zusammenzubringen und zu verknüpfen und also einfach auch Sachen reinzuweben, die jetzt nicht Teil des Ortes sind und da so eine ganz eigene so ein Lebensumfeld zu schaffen, das wahrscheinlich auch so mit dem Bauherrn zu tun hat. Also ich gehe noch auf einen Punkt ein, dann kannst du es ergänzen. Also das hattest du auch bei der Einführung schon gesagt, dass bei uns gibt es schon viel. Und das ist vielleicht das, was wir aus Geschichte, Erinnerung oder sonst irgendwie mitbringen, was wir eigentlich an diesem Ort draufpacken. Also es kommt gar nicht aus dem Ort heraus und aus dem Kontext, sondern also bei Haus Erla haben wir es ja vielleicht ein bisschen spitz formuliert, eigentlich dieses dörfliche Enge, wo wir dann ja schon erstmal eine fremde Figur eigentlich in so eine Einfamilienhaussiedlung bringen. Klar gibt es irgendwie drei Dörfer weiter auch einen Dreiseitenhof und da kann man das erkennen, aber kommt schon viel eigentlich aus unserem Kopf, was wir dann da mitbringen und auch hinsetzen und so einen Ort neu schaffen. Ja, und es ist jetzt auch, ja, man redet ja immer viel vom Kontext und wie man sich zu verhalten hat und wir haben die Diskussion relativ häufig und wir haben jetzt schon mehrfach in Kontexten bauen dürfen, wo der Kontext schwierig war. Und dann sehen wir das eher am Ende als einen Impuls, den wir da geben und als eine, wie nennen wir das immer, eine Welt oder einen Sehnsuchtsort, den wir dann da versuchen zu etablieren und der dann wiederum aber eine Strahlkraft entwickeln kann. Und ja, ich möchte behaupten, dass das auch so funktioniert. Das ist natürlich, sind diese Häuser so gebaut, dass sie etwas skurril wirken. Aber wir haben auch gemerkt mittlerweile, dass die Leute dem verzeihen, weil diese Häuser ja natürlich auch über ihre Größe nicht so eine Vehemenz aufbauen und nicht so eine Ablehnung erzeugen. Man nimmt es hin und man akzeptiert das und man sieht dann vielleicht auch über die Akzeptanz das ganz Schöne. Aber es gibt natürlich verschiedene Sinnbilder, die diese Häuser auch haben. Pferdestall und ich weiß nicht, Ziegelstein und was man dann so... Also ja, ich glaube, du spielst ja so ein bisschen auf, was prägt uns und welche Referenzen oder so arbeiten, mit was arbeiten wir. Wir können es nicht so richtig auseinanderziehen, wo wir jetzt welches Bild von welchem Architekt oder von welchem Bauernhof oder wie auch immer bearbeiten, sondern bei uns, wir sehen viel, nehmen viel auf. Ich habe auch die Vermutung, dass in meiner Erinnerung ich eigentlich schon was umentwerfe
und dann mich falsch dran erinnere und das dann im Entwurf eigentlich einfließt. Also diese Prozesse, durch was wir beeinflusst sind, sind mannigfaltig. Ja, ist auch schwierig, wieder im Nachhinein so auseinanderzuflechten. Das ist auch das Schöne an den Projekten, dass man diese Einflüsse nicht sieht, sondern dass die halt in gewisser Weise zur Deckung kommen, aber manchmal auch nicht. Und dass es, dass die nicht so explizit benannt werden. Und das ist ja was, glaube ich, was sehr viel mit Beobachten zu tun hat, von Bauprozessen, wie ihr gezeigt habt, aber auch von alltäglichem, eine Friedhofsmauer und so weiter. Und das ist, glaube ich, so das Reichhaltige an den Projekten. Und da trudeln jetzt auch schon zu dem Thema noch mehr Fragen ein. Was ist die treibende Kraft bei euren Entwurfsprozessen? Wie kommt ihr auf solche tollen Ideen? Und von woanders her auch ähnlich, woher schöpft ihr eure Inspiration? Was treibt euch um? Ich glaube, so ein bisschen habt ihr das schon gesagt, aber ich will es nicht unbeantwortet stehen lassen. Ja, ja, es ist, wir sind selber recht überrascht dann immer, wenn wir diese Häuser anschauen und merken, dass die komplett, also dass sie eigentlich sehr unterschiedlich sind. Und dann gibt es da natürlich Parallelen, wie wir am Anfang gesagt haben, aber sie sind unterschiedlich. Und ich glaube oftmals, oder beim letzten Projekt, bei diesem Haus Vogt vor allen Dingen, ist es auch bewusster, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, ist die Baufamilie auch ein bisschen treibende Kraft gewesen, weil die sind sehr freudig, sehr zugewandt, sehr offen. Und diese Lebenslust und Freude, die die haben, die hat diesen Prozess befeuert. Also das hat vielleicht auch die Auseinandersetzung mit der Farbe, die wir sehr gerne eingehen und versuchen immer einzugehen eigentlich, hat das nochmal befeuert und hat es so auch ein bisschen in den Vordergrund gerückt, dass man von Anfang an schon über Farben und über die Kombination von Farbe und Material gesprochen hat und über eine Vielseitigkeit. Also dieser Raum besteht ja aus erst unzähligen Elementen. Und ja, das war immer ja, ein ganz, ganz positiver Prozess. Und ich glaube, das sieht man dann den Häusern an oder dem Haus vor allen Dingen an, ja, wie die Kommunikation war. Auch. Ja, und ich glaube, also dieses, sag ich mal, woher unsere schöpferische Ideen kommen, ist schon auch, weil wir natürlich das Privileg hatten, immer in so einer guten Umgebung Projekte entwickeln zu können, mit so großem Vertrauen und dadurch auch mutig waren und uns ausprobieren konnten. Also jetzt auch noch nicht 10 Jahre irgendwie, haben wir wohl langsam schon 10 Jahre Bauerfahrung, aber ja, dass wir diesen Mut haben und immer neue Sachen auszuprobieren, liegt schon daran, dass wir bisher viel Glück hatten. Ja. Aber das ist ein Dialog und darauf knüpft auch noch eine Frage hier an. Ihr habt es jetzt auch schon ein bisschen erläutert, aber diese Elemente, die ihr vorschlagt, die sind ja eigen, so würde ich es mal nennen. Und die Frage hier aus dem Publikum ist, wenn ihr diese Elemente verwendet, die ästhetischer Natur sind, zum Beispiel die Dreieckbleche oder das Muster auf dem Boden, wie einfach ist es, das dem Auftraggeber, der Auftraggeberin zu kommunizieren? Das ist wahrscheinlich auch was einen Prozess bedingt und einen Dialog. Ne? Ja, also jetzt bei diesen zwei Beispielen kann man schon sagen, das kam ja dann relativ spät im Prozess und da war man dann sozusagen schon durch viele Zeichnungen und Perspektiven durchgegangen und ich glaube schon auch, erstens ist das Vertrauen da, aber dann auch manchmal die Erkenntnis, dass wir die Sachen vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen können und dass man dann sagt, okay, wir machen das so. Also klar, es hat auch was mit Vertrauen zu tun, aber auch dieses, ja, ihr seid die Fachfrauen und Fachmänner und deswegen machen wir das so, wie ihr das sagt. Und ich glaube auch diese vielleicht ein bisschen spezielleren Ausarbeitungen, also bei anderen Sachen, liegt schon auch daran, dass wir viel
vor Ort sind, viel auf der Baustelle sind, viel Fotos hin und her schicken und dass man da auch im Prozess immer wieder weiterentwickelt und noch detaillierter wird. Ja, und ich glaube auch eine gewisse Vehemenz, also diese Dreiecke, die haben wir von Anfang an da reingezeichnet, weil wir das Gefühl hatten, die braucht es. Und es war auch nie Debatte, dass die nicht da sein sollten. Doch. Also, naja. Ganz am Anfang? Kam es nicht so gut an, aber dann haben sie sich dran gewöhnt. Ja, das ist ein Prozess, den wir, das ist jetzt auch nicht, das machen wir jetzt auch nicht speziell nur wir, aber wir bringen die Dinge gern immer wieder. Auch wenn sie dann abgelehnt werden, kommen wir immer wieder damit und dann treten sie wird immer wieder in die Kommunikation über diese Dinge und ja, und so beginnt der Reifungsprozess. Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon sagte. Wenn man jetzt mal auf die Schnelle so ein Haus bauen will, das kann man, denke ich, vergessen. Wenn man viel Zeit hat, dann können die Dinge auch beim Gegenüber reifen. Und das ist manchmal wichtig, weil man überfordert diese Baufamilien auch mit den Dingen, weil die Umgebung, in denen die sich bewegen, da gibt es das nicht. Oder viele Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben, gibt es dann nicht. Aber es ist nicht so, dass die sich damit nicht anfreunden können. Es braucht einfach einen Moment und dann sehen die, die Vorteile. Und ich muss auch sagen, dass mittlerweile haben wir gewisse Vorschusslorbeeren über diese Projekte. Also wir können jetzt Sachen behaupten und die werden dann nicht mehr so einfach in Frage gestellt. Das ist schon gut, das merken wir. Ihr findet die richtigen Leute. Aber hier noch die nächste Frage dazu. Gibt es denn andersrum auch von Seiten der Bauherrschaft Elemente, die gewünscht sind? Und hier ist die Frage nach nicht funktionalen Elementen, zum Beispiel diese Dreiecke, irgendwas, was von der anderen Seite kommt. Boah, da würde ich jetzt sagen, das ist selten der Fall. Mhm. Bauherrschaften definieren sich häufig oder Baufamilien häufig in ihren Ansprüchen über die Funktion. Der Benedikt Scholl beim Haus Scholl hat das eigentlich immer, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil er zuhört, aber er hat das immer in Schrittmaßen gemessen. Wie weit bewegt man sich von A nach B und wieso sollte man diesen Weg verlängern, wenn er auch kürzer geht? Aber es passt sehr gut zu Studio Gartner, glaube ich. Benedikt Scholl wäre perfekt. Ja. Also Funktionalismus, Abläufe, wie man was wo bedient, wurden immer streng überprüft in unseren Grundrissen. Das schon. Ja, nee, es ist eigentlich selten der Fall tatsächlich, dass Leute auf uns zukommen und wollen funktionslose Elemente etablieren oder wollen jetzt irgendwie diesen Kamin da nur zum Teil anstreichen, weil er dann einen anderen Ausdruck bekommt oder sowas. Das passiert selten. Aber zum Beispiel bei dem Kaminhaus bei Haus Erla war es dann so, dass die Bauherrschaft gesagt hat, wir können diesen Kamin jetzt eigentlich nicht mauern, das wäre irgendwie falsch. Und wir wollten den immer gemauert haben und haben das aber dann verstanden, dass das natürlich, klar, es wäre eigentlich viel besser, diesen Kamin jetzt in dem Raum als Möbel zu sehen und nicht als Einbau in die Wand. Und da gibt es dann eben schon auch den Rücklauf und das ist auch gut, dass es das gibt. Mhm. Hier gibt es einen kleinen Schwenk auf ein anderes Thema noch aus dem Publikum. Wie ihr die Situation der jüngeren Architektengeneration in Deutschland empfindet und eine Generation, die auch oft im Ausland war, also in der Schweiz, in Belgien oder in England. Wie ist es für euch, jetzt wieder in Deutschland tätig zu sein? Also ist die Frage gezielt, wie wir jetzt das für die Jüngeren sehen oder einfach unsere Erfahrung, wie wir zurückgekommen sind? Weil wir sind ja auch noch jünger. Es gibt noch eine zweite Frage, wie ihr das schafft, als Anhang, als Zusatz. Wahrgenommen zu werden und eure Position in Deutschland auch zu beziehen, am Diskurs teilzunehmen, der ja oft auch sehr stark auf die Schweiz, Belgien und England ausgerichtet ist. Und wie positioniert ihr euch da und wie seht ihr das vielleicht auch? Sehr interessant, dass ihr nicht in der Schweiz geblieben seid, sondern nach Leipzig gegangen seid, um dort euer Büro zu eröffnen. Ich würde mal anfangen, weil ich finde, das ist noch eine interessante Frage. Wir hatten eigentlich gar nicht den Anspruch, uns zu positionieren. Ganz im Gegenteil, wollten wir aus der Schweiz weggehen,
weil diese Sichtbarkeit, die man wie bei uns jetzt in Zürich und mit der ETH verbunden hatte, die hatte für mich zumindest was Beklemmendes. Und Leipzig und Ostdeutschland ist ein Feld, hier kann man durchaus Sachen machen, ohne dass man dafür ja, dann gesteinigt wird. Also das ist, man kann hier etwas ausprobieren und man hat, wie wir finden, auch das Potenzial und die Bauherrschaften, die zumindest bei diesen kleineren Bauaufgaben mitgehen. Und das hat uns, was unsere Kreativität angeht, würde ich sagen, eher unterstützt, weil wir freier waren in der Auslegeordnung. Zudem würde ich auch behaupten, dass Bauämter ja offener sind in den Landteilen, wo der Abzug oder die Abwanderung groß ist und man dadurch auch irgendwie ja doch anders auf Situationen reagieren kann und man kann sich mehr ausprobieren. Ja, und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, dass wir jetzt nicht behaupten, wir sind jetzt irgendwie die neuen jungen Deutschen oder so, sondern wir sehen es schon als europäische Architekten letztendlich. Also klar sind wir durch die Schweiz natürlich und, weiß ich nicht, ich habe bei Caruso studiert, klar sind wir geprägt durch eben Engländer und Belgier und Franzosen. Und ich will da gar keine Grenze ziehen, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt hier die neue deutsche Schule hochziehen oder so. Also da positionieren wir uns gar nicht sozusagen, ja. Sympathische Antwort. jetzt kommt noch eine Frage von A. Los. Das ist vielleicht auch eine gute Abschlussfrage. Wir haben einen sehr schönen Dialog hier. Was bedeutet Stil für Sie oder spielt es eine Rolle in der Architektur im Ganzen? Das kannst du beantworten. Ja, Stil finde ich auch ein schwieriges Wort, weil, also ich wüsste nicht, wie wir unseren Stil beschreiben wollten, weil ich würde also wir haben keinen Stil, würde ich behaupten. Und wie war die Frage, wie wir es beurteilen? Spielt das eine Rolle in der Architektur, Stil? Also wir haben eine interne Diskussion häufig über Mode. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen, zielt es darauf aus. Ja. Und es ist schon so, dass wir uns immer dabei erwischen, Moden zu verfallen. Und wir diskutieren dann immer, ist es jetzt schlimm oder ist es auch einfach, ist es auch okay, dass das vielleicht dann in 5 Jahren belächelt wird, so typisch 2020er Jahre. Aber es muss ja auch nichts Negatives sein. Es ist schon eine Auseinandersetzung, die wir haben. Also, na klar, man sieht unglaublich viel, was machen andere und jetzt machen alle irgendwelche Hütchen und so. Und also, ich bin da, glaube ich, noch anfälliger als Jan. Klar sind wir auch von modischen Bewegungen in der Architektur beeinflusst. Wir versuchen trotzdem zu überprüfen, wie zeitüberdauernd eigentlich unsere Entwürfe sein können. Also, dass es irgendwie eine Qualität gibt, die die Mode auch überstehen kann. Aber ich hoffe, das machen auch alle eigentlich. Und ich glaube, dass wir auch das auch versuchen, auch in diese Auseinandersetzung mit der Konstruktion zu legen. Und dem dadurch irgendwie eine Mode überdauernde irgendwie so eine Kompetenz zu geben, dass sie jetzt in 2 oder 3 Jahren nicht mehr klar ist, ist dann vielleicht nicht mehr relevant oder so. Aber es ist dennoch in der Ausformulierung, in dieser, wie soll ich denn sagen, in der Intensität, ist es trotzdem in Ordnung so. Und deswegen glaube ich nicht so sehr dran, dass diese Häuser so starkmodig sind. Vielleicht sind die das und das wird man dann in 5 oder 10 Jahren feststellen. Aber ich glaube, dass es dennoch gute Bauten dann sind oder sein können. Ich hoffe, Herr Loos ist zufrieden. Ja, Herr Loos ist, glaube ich, zufrieden. Jetzt hat mittlerweile Kenneth Frampton eine Frage gestellt, aber die habt ihr auch schon. Jetzt alle was sagen.
herausfühlend beantwortet, nämlich geht es um das Meer der Konstruktion und was darüber hinaus noch möglich ist. Und Jan, du hast gerade ganz schön gesagt, glaube ich, dass das halt auch mit dem Ausdruck zu tun hat oder Stil, wenn man das so nennen will, und welchen Mehrwert die Konstruktion hat und dass sie auch so ein strukturelles Rückgrat vielleicht ist. Genau. War ein gutes Schlusswort von euch zum Thema Stil nochmal und Konstruktion. An der Stelle danke ich euch vielmals für den tollen Vortrag und Abend. Jan und Lena, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Und ich danke auch allen, die zugeschaut haben von Hannover und anderswo. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Julian Martitz bedanken, der die Kommunikation vorangetrieben hat bei uns, und auch nochmal ganz insbesondere bei Mathis Bergmann, der hier in unserer Abteilung Entwerf und Architekturtheorie im Hintergrund die Strippen zieht und Sorge trägt, dass technisch alles smooth läuft. Also vielen Dank an alle. Gesund bleiben und alles Gute noch. Dankeschön. Danke. Tschüss, schönen Abend.